Kragen der Beschwörung. Ein Kobold bietet euch dieses Artefakt für 2000 an. Nehmen wir mit. Schwarze Ritter mitnehmen. Vampire mitnehmen. Geister mitnehmen. Skelette mitnehmen. Ja, und die würde ich auch gerne mitnehmen. Das heißt, meine lieben wandelnden Toten, ihr müsst verschwinden. Und ein Gefängnis. In einer beeindruckenden Zurschaustellung von Wagemut brecht ihr in das örtliche Gefängnis ein. Befreit den Helden, der dort eingesperrt war und der aus Dank Treue zu eurer Sage lobt. Aha, das ist Sandro. Das ist unser Held. Einer, den wir schon mal hatten, oder? Nee, nicht unbedingt. Naja, egal. Wir haben auf jeden Fall jetzt hier noch einen Helden. Also es ist ein bisschen hart, wenn ich mir überlege, dass ich die ganzen Skelette da zusammensuchen soll. Ich brauche 2000 noch was. Heilige Scheiße. Ich komme jetzt zum Beispiel hier nur 19 raus. Die wollen sich uns anschließen, wollt ihr... Habt ihr sie noch alle? Gut, ich hätte sie komplett sacrificen können, aber der Platz ist ja auch erstmal belegt. Futter eingenommen. Einfach Intelligenz. Oder das. Nehmen wir einfach Intelligenz. Mehr Zauberpunkte. Immer noch angreifen. Ja, wir müssen ja. Sind Gott sei Dank noch in Monat 1, aber Monat 2 fängt gleich an. Haben wir aber fast schon mal fertig. So, nochmal 25. So muss das sein. Da komme ich jetzt auch nirgends lang. Versteck. Der kann zumindest jetzt mal von denen was wegbringen. Kartograf. Oh, den hätte ich gebraucht. Ein Pestmonat. Nein. All die, die ich noch kriege, her damit. Ich glaube, ich hätte wahrscheinlich noch mal ein Stück mehr gehabt. Gibt bestimmt wieder einen Helden. Gibt sogar zwei Helden. Nur einen mit Skeletten. Skelette her, danach kannst du dich vernichten. Und tschüss, Sikowski. Einfach Schmied, plus 1 Verteidigung. Einfach Offensive. Ja.
Kommt schon, Kinas, Beeilung. Weiß gar nicht, kann ich den Helden hier eigentlich mitnehmen? Muss gestehen, das weiß ich gerade wirklich nicht. Cool, wäre es auf jeden Fall. Ich glaube, den hier kann man ein bisschen schön zusammen craften, wie man haben will. Verbesserter Schmied. Oder einfach aufs Bogenschießen. Nehmen wir das noch dazu. Und dann nehmen wir einen Angriff. Und dann bewegen wir uns mal nach rechts weiter. Und hier holen wir uns mal noch das Schloss. Und den Skelett-Transformator, den kann man hier anhaben. Und dann kann man das hier, alle Kreaturen, in Transformator platzieren. Kreaturen in Transformatoren und Tote verwandeln. Wow. Wir haben 1:1 dann Skelett ergeben gerade. Na schön. Fakte, komm her, ihr Knilche. Und dann nochmal Kettenhaut. Oh, meine armen Skelette. Verloren und 18 hinzugewonnen. Hier kommt am spartanischen Blablabla, der erste, der Anführer gibt. Sand und das Bürsen. Die haben wir wenigstens wirklich bekommen. Dieser macht Glücksboni zunichte. Wo zum Henker ist denn hier? Hm. Erstmal da runter. Immer noch auf der Suche nach irgendwelchen gegnerischen Städten. Oder irgendwas, wo ich viel Kreaturen herbekomme. Weil nur hier über diese Kämpfe, das erscheint mir ein bisschen krank. Heftig. Und wieder 78 Skelette. Hm. Ich glaube, ich werde die Karte wirklich einfach mal durchgehen und dann hier zum Beispiel warten. Beziehungsweise hier Truppen holen. Zack. Aber was anderes habe ich nicht zu tun. Drangewölbe mal noch holen. Monat 2, Woche 1, Tag 7. Ich muss mich beeilen.
Machen wir die Medusenlager eben auch immer noch. Medusen, verbesserte Offensive, 25 Skelette, Haufen Gold. Oh je, mit 2000 noch was wird das aber nix hier. Weitergeht. Ach scheiße, genau den Vampir wollte ich eigentlich. Ah. Hab ich ihn verklickt, egal. Dann sind Skelette. Gold. Ich sollte vielleicht Helden kaufen. Ja, das hätte ich machen sollen. Jeden beschissenen Monat. Nee, jede beschissene Woche. So. Das habe ich jetzt leider vergessen. Oh Mann, bitte ist eher das Teleport gekommen. Yay. Da das Artefakt sollten wir doch auch mal mitbringen. Glaube ich. Ja, ich glaube, die andere Hütte wollte noch dieses Artefakt haben. Na, go, go, Power Rangers. Ach, natürlich, das bringt ja nur einem echten Anführer. Na dann. Meisterliche Offensive. Sehr gut. Zwergenschatzkammer. Und Rainer. 100 Stück, also wieder 50 Skelette. Sehr schön.
Hula Chaka. 50 Skelette. Die holen wir uns auch noch. So langsam komme ich in Fahrt mit den Mengen.